Auf der Documenta 3 im Jahr 1964 zeigt Fritz Winter erstaunlicherweise keine aktuellen Werke, sondern großformatige Gemälde aus dem Jahr 1933. Diese präsentiert er im Fridericianum zwischen Werken zeitgenössischer Künstler wie Roberto Matta und Robert Motherwell. Damit zeigt er, dass vor 3 Jahrzehnten durch den Nationalsozialismus seine Sichtbarkeit, seine künstlerische Entwicklung radikal unterbrochen wurde. Zu der linearen Komposition hat sich Fritz Winter später selbst geäußert. Er wolle hinter dem Greifbaren und als solches sieht